Wind der Gezeiten. Bitte lass uns beginnen mit deinem stofflichen Körper. Sieh, dass du gut sitzt, dass du bequem sitzt, dass du ruhig bist mit dir. Und lass uns beginnen mit deinem Pulsen des Herzens, dass du es einfach wahrnimmst und weißt. Für manchen stimmt eine Geste, dass du deinem Körper sozusagen eine Ehre gibst, deinem Herzen die Ehre gibst, auch der Inkarnation dich konzentrierst, darum geht's. Und dass du zum Beispiel deine rechte Hand aufs Herz legst. Es kommt auf deine Kultur an. Für den einen ist es richtig, beide Hände zum Beispiel auf das Herz zu legen, in den Mittelpunkt deines Körpers oder auf den Solarplexus. Der eine hält beide Hände wie zum Gebet vor sich. Der andere berührt sein drittes Auge oder sein Scheitelchakra. Es geht darum, deinen Körper gut wahrzunehmen, dein Herz schlagen zu fühlen und zu wissen, mit einer Geste umzugehen, zu experimentieren, die dich ganz zu dir bringt, die dich zu dir führt. Eine Geste, die dich darauf konzentriert, dass dein Herz vieldimensional ist. Für diesen Moment höre auf dein Atem, auf das Pulsen deines Herzens, und auf diesen Schlag in dir, auf diese Ruhe in dir, auf den Atem. Denn auch der göttliche Atem ist jetzt in dir, dein Atem ist in mir. Und dieses führt dich zu deinem feinstofflichen Körper. Das Pulsen geht weiter. Dein Herz führt dich ganz automatisch dorthin, denn parallel zu deinem grobstofflichen Körper hast du einen sogenannten feinstofflichen Körper. Das ist auch Stoff, aber es ist eben feiner. Da ist auch Wasser, da ist auch Blut, da ist auch Atem. Da ist alles, was du bist, nur eben feiner. Du schwingst, du vibrierst, du pulst. Du atmest. Atme dich einen Moment lang in deinen feinstofflichen Körper hinein. Und in diesem feinstofflichen Körper lebt dein Wissen. Dort kannst du zu deinem eigenen Wissen gehen, den Weg in dein eigenes Wissen finden. Denn dort sind lange schon Daten, deine Erinnerung an dich, wer du bist, was du bist. Bitte finde jetzt diesen Platz. Er ist bei jedem anders. Geh den Weg dorthin. Ich biete dir ein paar Möglichkeiten an, aber bitte finde deine eigene Assoziation. Für den einen ist es der Tempel seines Herzens. Der andere erlebt Daten. Oder ein Naturfeld. Schwingungen. Licht. Kraft. Vielleicht Musik. Allein nur dein Atem, dein Feinstoff. Vielleicht erlebst du
einfach einen Raum oder einen Nichtraum. Ich biete es dir an, geh deinen eigenen Weg. Zu diesem Tempel deines Herzens, zu dieser Kraft deiner Erinnerung. Das ist der Weg in dein eigenes Wissen. Hier begegnest du der Engelwelt, die im ersten Rang Heilkraft hat, Integrationskraft und die Aufgabe, an deiner Seite Energien zu halten. Mit deinen Zweifeln, mit deinen Ängsten, mit deinen Themen umzugehen und die Liebesenergie an deiner Seite zu halten. Das ist die Aufgabe der Engelwelt. An diese Stelle setze hinein das Schöpfungswort. Ich bin das Licht, ich bin die Liebe. Das Leuchten ist in mir. Worte der Weisen. Die Liebe ist in mir, gebende Weiten. So kommst du an die Wurzeln deines Wissens. So kommst du an die Zeit und auch außerhalb dieser Zeit. So kommst du an Kristallfelder. Das sind Schöpfungsfelder, mit denen du arbeitest, mit denen dein Bewusstsein arbeitet, mit denen deine Schöpfung arbeitet. Tief in dir sind Wurzeln deines Wissens. Felder der Zeiten. Wenn du diese gefunden hast, findest du für deinen Alltag, für schwierige Situationen, Kraft und eben Erinnerungen, an die du dich bindest, die dir helfen zu wissen, wer du bist, was du immer schon warst. Durchlaufe jetzt mit Hilfe der Musik deinen Wind der Gezeiten. Wisse von den Stränden, den Horizonten, den Sonnen und der Monden, die dein Herz gesehen hat. Wisse von dem Blut und den Tränen, die du geweint hast, den Tränen der Traurigkeit und des Lachens. Deine Tränen sind heute das Licht, dein Wissen, das Salz im Meer deines Lebens. Und jetzt lass dich tragen vom Wind der Gezeiten. Auf diese Weise, wie du jetzt schwingst, begegnest du deinen geistigen Begleitern. Sie haben keinen Stoff, keinen Feinstoff. Sie bilden mit dir zusammen eine Bibliothek. Dort entnimmst du deine Lebensaufgabe, den Seelenauftrag. Das, was du tust, wie du lieben willst, deinen Beruf, deine Berufung, die Art, wie du lieben willst, in der Partnerschaft, in der Familie, im Beruf und in erster Linie vor allem mit dir selbst. Deine geistigen Begleiter halten die Bibliothek deiner Liebe.
Und hier fügen sich deine Ahnen hinzu, die mit dir waren, die dich unterstützen unter Umständen oder auch Kräfte, Seelen, Energien, die du unterstützt. Zeige ihnen, und das tust du gerade, den Weg deines Herzens. Zeige ihnen, wie sie selbst weitergehen können, wie sie ihr eigenes Wissen, ihre Liebe finden können. Denn du unterstützt oft Ahnen, Kräfte, Wesenheiten mit einer solchen Meditation. Zeige ihnen den Weg zum Wissen. Du bist ihnen Vorbild. Du zeigst ihnen deinen Lichtweg. Und auf diese Weise, durch diese Spuren, hast du jetzt die Verbindung erlangt zur Urquelle, zur Mutter Erde, Vater Himmel, zu dem, was wir Frieden nennen, zu dem, was wir Freude nennen. Freude ist die Mutter von allem, daraus entsprang alles. Das Göttliche ist leben wollen, sein wollen, Freude. Atme dich ganz durch diese Meditation. Dein Atem ist in mir. Dein göttlicher Atem ist in mir. Durch alle Ebenen, durch alles durch, bis zu meinem Herzen. Bis zum stofflichen Schlagen meines Herzens kann ich das göttliche Herz spüren. Das göttliche in mir, in meinem Herzen, mit meinem Herzen. Dein Atem ist in mir. Und am Ende tritt wieder hinzu zu deinem Körper. Zu dieser Geste, zu deiner Hand auf dem Herzen, dem Solarplexus, deinem dritten Auge, deinem Umarmen, deinem Körper, deinem Pulsen, deinem Atem. Und du weißt den göttlichen Atem in dir. Dein Atem ist in mir. Durch mich strömt der Wind der Gezeiten.